passiert nichts. Okay. Da wird schon mal nichts. Das wird ein richtig gutes Rennen, aber auch ein schwieriges. Ich weiß nicht, wovon du redest. Enge Passagen, unter Piers durchfahren. Sprünge, Wellen. Rennboote, die durch einen Hafen in vollem Betrieb fahren. Sowas hat es noch nie gegeben. Die Fahrer werden irre Spaß haben und alle werden ausrasten. Das sagst du nur so lange, bis einer von einem Tanker platt gemacht wird. Das passiert nicht. Wir haben Vorfahrt. Sag das den Gesetzen der Physik. 3, 2, 1. Wie war das eben? Ich wollte das nicht machen. Ich muss das Rennen gewinnen. Ich glaube, es hackt. Gewinnt das Rennen. Jetzt würde ich halt nicht auf der Planete. Gut, das hat jetzt ein bisschen Geschwindigkeit gekostet. Ah. Naja, wird nix. Das wird nix. Ich wollte das irgendwie auch nicht machen, aber gut. Pass auf, das ist ein Tanker, kein Spielzeug. Ach komm. Alter, ich hasse diese Boote. Die sind schlimm, die kannst du gar nicht steuern. Vorne wird es ziemlich eng, also pass auf. Jetzt wird's erst lustig. Weg. Okay. Oh, noch eine Runde, weil es so schön war. Ich sehe nicht hin, ich sehe nicht hin. Okay, ich sehe hin. Hätte ich hingehen wollen. Klar, David, fahr ruhig. Boah. Oh, nochmal schön hier lang, weil es Spaß gemacht hat. Sophia, komm her hier. Fotze, ey, sorry. Boah. Boah. Alter, was ein Scheißrennen. Ah ja.
Okay. Oh. Warte mal, ist hier nicht Dingens? Weil doch heute habe ich es nicht so, ne? Also. Oh Gott, der ist mir warm. Ich glaube wahrscheinlich, das ist ein Rennen von Tio, ey. Oh, ich hab geparkt, tschüss. Aber null Disziplin. Ich mach das jetzt einfach scheiß drauf, ey. So, Dragways und Hypercar. Ach, schön. Oh, warte mal, ein schönes. Ah, oh, gut, gut. Oh Gott, ey. Dodge Challenger. Genau, Ford Focus RS. Ich glaube nicht. Chevrolet. Ruf. Klingt blöd, aber ich finde, glaube ich, nicht mal was Deutsches. In Weiß und Rot. In Grün, natürlich. Ach, ne, war rot, mein Gott. Ja, doch. So, nehmen wir das, ne? Oh Gott. Was tue ich hier eigentlich, ey? Wie fährt man denn mit dem Ding? Naja. Mal kurz wechseln. Warte mal, ich noch mal da. Wir haben doch noch ein Auto. Oder nicht? Na, ja, Rollshagen, ey. Ja, hier auswählen und dann, ne? Ach, Drift. Experte, ich bin kein Experte, Freunde. Was ist da? RX8? Boah. Das sind alles Experten. Natürlich sind alles Experten, ey. Es gibt's nicht. Experte, Experte, Experte. Natürlich. Na? Experte, Experte, natürlich. Wir nehmen den hier. In einem schicken Dunkelblau. Ja, doch. Passt schon. Ganz ehrlich, ich glaube, das Let's Play wird noch sehr lange gehen.
Blitzreiseweg. Na, komm ich mal auf Blitzreise, ey. Da sitzen wir noch in ewigen drei Tage dran. Schön, dass wir nichts gesagt bekommen. Willkommen an der Golfküste, wo wir uns für die zweite Etappe der Live Extreme Tour bereit machen. Letztes Mal haben wir die Straßen der Stadt unsicher gemacht und auch diesmal wird es verdammt wild. Gewinnen das Rennen, ja gut. Ich verstehe nicht, warum ich schon den dritten habe. Wann habe ich denn den dritten gemacht? Mal gut. Machen wir jetzt 2 und 4. Wir waren 1 und 3 schon haben. Jetzt die Rampe. Irgendwann ein anderen Mal, aber jetzt nicht jetzt. Wir laufen gerade die Credits durch, ne? Kann man einen Fahrer, der sich so an die Spitze katapultiert, noch Herausforderer nennen? Ich glaube nicht. Wir haben ein paar gigantische Zuschauer in diesem Rennabschnitt und sie erwartet gigantische Action. Hier zeigen sich die Fahrer von ihrer besten Seite, denn sie müssen alles geben. Das wird ein echter Gladiatorenkampf da draußen. Ja gut. Warum stehen hier Dinos? Ist das hier ein Dino-Park oder was? Oh, komm. Mach Platz da. Boah, Alter. Hier war der Rennen. Ah, wenn du von 20.000 Mann nur holen willst. Das ist mal mutig. Er überlässt den anderen Fahrern das Feld. Für den Moment. Natürlich. Muss auch spannend werden. So, jetzt haben wir wieder unser. Der große Moment ist da. Es wird Zeit, die Disziplin zu wechseln. Motor, ey. Boah, Alter, ich hasse Boote. Weil der erste Teil ging ja noch, ne? Aber... Alles gefließt gerade, kommt eh, es läuft. Ach, hier geht's lang. Nee, die doofe Insel braucht keiner. Boah, so wie mein Tag heute. Und jetzt geht es über die Rampe ab in dieses herrlich blaue Wasser. Bei Live seht ihr Rennen, wie sie sonst keiner zeigt. Wer hier nicht mithalten kann, bleibt auf der Strecke. Die Fahrer haben nur einen Versuch, um an die Spitze zu kommen. Doch schön. Oh, wow, wow. Langsam wird es Zeit für unsere Fahrer im Wasser Akzente zu setzen. Heißt ein Boot. Geil. Da hinten kommt doch der Nil, ich sehe das doch. Machen wir uns jetzt die Hände schmutzig. Okay, ach, Motorrad, das geht ja einigermaßen, ey.
Wir sind jetzt im letzten Abschnitt des Rennens. Hier entscheiden die Fahrer, ob sie auf der Straße bleiben oder lieber den sumpfigen Weg nehmen. Sie haben die Wahl. Boah. Lalalala. Oh Gott, Freunde, ich muss mich gerade wieder konzentrieren, irgendwelche Alligatoren. Boah, Alter, nach der Aufnahme bin ich aber auch fix und fertig. Ich würde mehr kommentieren, aber ich muss mich die ganze Zeit echt konzentrieren. Sorry, aber das geht's hier nicht. Weil sonst sind wir, glaube ich, immer noch in den Rennen von Tio. Ah. So, schauen wir mal. Ach, da vorne ist das, oh Gott, geht das. Ernsthaft jetzt. Jawohl. Danke, dass ihr euch das zweite Rennen der Live Extreme Series angesehen habt. Folgt uns in den sozialen Medien. Aus New Orleans, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Uiuiuiui. Hey, was war das denn jetzt? Nein. Na gut. Was haben wir denn? Fürs Bötchen haben wir was. Na gut. Klatschen wir das auch noch wieder rein eben. Noch was? Nope. Hier ist irgendwo eine Kiste. Ich hör's doch. Na, wo ist er? Ich glaube, da vorne. Ich hab gerade was gesehen. Nein, hier war. Ah, das war rot, okay. Ach, da hinten. Was haben wir denn schön? Guck mal her hier. Jawohl. Eieiei. So, was hat denn hier markiert? So, mal gucken, was war's? Ach, das war die Geschichte. Wegpunkt entfernen, natürlich. Was war das Monster Truck? Und Wift? Ne, ich glaube nicht. Achso, wir wollten das auch noch machen, ne? Ja, komm. Dieser Ford Mustang, ey. Jetzt wird die Sache steinig für unsere Fahrer, die sich für Etappe 4 in den amerikanischen Südwesten aufmachen. Wird der Neuling seine Führung behalten können oder werden doch wieder die etablierten Stars glänzen? Macht euch bereit, es herauszufinden. Im Schnee. Diese
Dieses Rennen führt durch den verschneiten Grand Canyon. Das mag unsere ausländischen Zuschauer überraschen, ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Der Grand Canyon hat ein besonderes Mikroklima und das wird die Reflexe unserer Fahrer auf eine harte Probe stellen. Und wenn er meint. Ja, hier geblieben. Grand Canyon, lalalala. Grand Canyon mit Schnee. Hab ich auch noch nie gesehen. Ein knappes Rennen bisher. Jeder könnte in Führung gehen. Alter, vor allem nicht mit der Karre im Schnee, Alter. Ihr seid bescheuert. Boah. Ja. Ah. Das ist so bescheuert mit dem Mustern hier im Schnee. Wir wechseln jetzt vom Asphalt ins Gelände. Mal sehen, was das für Auswirkungen hat. Oder sind unsere Fahrer so fit, dass sie den Unterschied nicht mal merken? Was kommt jetzt? Heute könnten Legenden entstehen. Natürlich, Freunde, natürlich. Das ist doch behindert, ey, ohne Witz. Seht euch nur diese Landschaft an. Einfach umwerfend. Ich frage mich, wie sich die Fahrer bei dem Anblick aufs Rennen konzentrieren wollen. Ich konzentriere mich. Ja, so eine Sache, ne? Ich bin aber gespannt, was gleich kommt als dritte Disziplin. Ich wäre für Flugzeuge. So. Yay. Ich werde das Rennen, Kollege. Das ist ein außergewöhnliches Rennen, Leute. Live, das beste Kamerasystem auf dem Markt, ist stolz, euch das vierte Rennen der Extreme Series zu zeigen. Live, erfassen, aufnehmen, teilen. Weißt du, wie bei Eurosport, die Kommentatoren. Oh. Auf dem Einschlafen. Hey, komm. Hallo, ups. Bett. Okay. Stellen wir unsere Fahrer am Colorado River auf die Probe. Oh ne, bitte driften. Nein. Oh Gott. Ich weiß, ich habe Driften gerade freigeschaltet. Wissen wir das schon? Ja, machen, ey. Boah. Na gut, die hängen ja noch ein bisschen daher. Da kann ich ja wegfahren. Da habe ich noch ein bisschen Luft. Ich hoffe mal, dass es nur vier dieser Serien gibt. Mehr verkrafte ich nicht.
Und jetzt kommt der wirklich schwierige Teil des Rennens. Oh Gott. Es gibt enge Kurven, schmale Passagen und einen langen Abstieg ganz ohne Leitplanken. Und da ist der schneeglatte Untergrund noch gar nicht einberechnet. Das schreit geradezu nach einer vorsichtigen Fahrtechnik. Natürlich. Diese Brücke zeigt, dass wir uns der Ziellinie nähern. Fahrer, wenn ihr angreifen wollt, dann jetzt oder nie. Ich würde sagen die. Ja, dann wären wir, glaube ich, alle zufrieden. Das hat Sekunden gekostet, ey. Das hat Sekunden gekostet. Oh, es gibt ja diese verdammte Ziellinie, du Arsch, ey. Vorletzte Checkpoint, letzte. Ja. Ich glaube, es hackt, Freunde. Ich glaube, es hackt. Oh, Gott sei Dank. Oh. Danke an alle, die hier am Grand Canyon verfolgt haben, wie die Live Extreme Series die weltbesten Fahrer auf die Probe stellt. Folgt uns weiter in den sozialen Medien und passt auf: Rennen Nummer 5 wird der Hammer. Wett? Och nö. Uiuiuiuiui.